Ja, grüßt euch beinand, da bin ich wieder. Heute nicht aus dem Chaos-Computerzimmer, heute nicht von meiner üblichen Position auf der Regierungscouch. Nein, heute sitze ich auf einem meiner Regierungssessel im Regierungszimmer vor der Regierungsschrankwand. Genug geblödelt, kommen wir zum eigentlichen Thema. Ja, heute habe ich gelesen, die Fraktionen im Kieler Landtag, bis auf eine, haben sich also geschlossen dafür ausgesprochen, ein Laptop-Verbot zu erlassen. Vielleicht hat es der eine oder andere von euch gelesen. Keine Ahnung, weiß nicht. Kann ja sein. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Immer optimistisch bleiben, ne? Wie hat der Schiffsarzt aus der Enterprise immer gesagt, Optimismus! Genau, Optimismus. So bleiben wir auch mir optimistisch, was das angeht mit ja, eurem Konsum von Nachrichten und nicht nur Entertainment News. Egal, kommen wir zum Thema zurück. Um was geht's? Der Kieler Landtag hat also irgendwie heute halt beschlossen, Laptops zu verbieten. Smartphones und Tablet-PCs nicht, nur Laptops. Also die Dinger zum Aufklappen mit Tastatur, wo wir ein Klicki-Klack machen. Warum? Ja, lasst es mir ein wenig ausholen zu dem Ganzen. Ich sag's jetzt einmal so. Ich habe ein Bild vor Augen gehabt, wie ich das gelesen habe. Und zwar ein Bild von einem Kinderspielplatz. Und auf diesem Kinderspielplatz gibt es so eine Horde von Bullies. Ja? Also so sagt man im Englischen heutzutage, ja, Bullies. Auf gut Deutsch hat man früher dazu gesagt, es sind die Arschlöcher vom Spielplatz, ja, die kleinere Kinder drangsalieren, weil sie selber irgendwelche, ja, Probleme haben, die sie kompensieren müssen. Zu dem Zweck ärgern sie andere. Die haben sich also da aufgeführt wie die Spielplatzdespoten. Ja, drum heißt er auch jetzt der Videoblog Spielplatzdespoten. Und ja, das war so das Bild, das mir als erstes in den Sinn kam, als ich das gelesen habe heute über das Verbot von Laptops. Jetzt schaut euch doch mal die Filme an, die man so sieht, von irgendwelchen Plenarsitzungen, Landtagssitzungen und so weiter und so fort. Wie viele von den von uns gewählten Volksvertretern sitzen denn da drin und haben nicht auch einen Laptop vor ihrer Nase stehen? Man sieht es meistens von vorne. Würde man es von hinten sehen, ja, dann würden wieder einige ziemlich sich amüsieren drüber, weil auf vielen dieser Bildschirme dann so grünes Feld ist und dann ist auf dem grünen Feld so ein Stapel mit Karten und noch ein Stapel mit Karten. Ihr wisst, was ich meine. Sie spielen Solitär. Im Plenarsaal. Im Landtag. Ja. Aber die Herren und Damen, ja, diese Leute verdienen ja so viel Kohle, dass sie sich's eigentlich immer leisten können, das aktuellste und neueste Poser-Tablet zu besitzen. Ich nenne jetzt keine Namen, also ich sage jetzt weder, dass das von der Firma Singsang ist und Universe XP heißt oder von der Firma Apfel Kernhaus und iPose 2 und Blazak 3 heißt. Egal. Und das geht ja gar nicht. Es geht primär darum, dass die sind erlaubt. Weil da kann man ja mit Finger drauf tatschen und die sind nicht so laut. Jetzt ist dann der nächste Gedanke bei mir, der auch also auf einige Dinge zurückgeht, die dann in diesem Artikel gestanden sind. Man hat also Angst,
die ja, Piraten würden wie üblich mal die Geheimhaltung sozusagen nicht einhalten und das, was in dem Landtag sozusagen geredet und beschlossen wird, tritt an die Öffentlichkeit. Gut, also wenn ich plane, jemanden zu verarschen und ihn über den Tisch zu ziehen, dann mag ich das auch nicht, dass einer dabei ist, der dann dem, den ich eigentlich vorhab, in die Pfanne zu hauen, das dann brühwarm erzählt. Verständlich, würde ich jetzt mal sagen, ne? Also, wer krummes Ding vorhat, möchte natürlich nicht, dass derjenige, der dabei sozusagen die arme Sau ist, die beschissen wird, auch davon Wind bekommt. Gut, ne? Aber jetzt muss ich mal gleich dazu sagen, nur weil die anderen zu blöd sind, sozusagen von ihrem Smartphone aus zu twittern, ne? Oder von ihrem Tablet aus ein Posting zu verfassen, schließt es immer nur die Möglichkeit aus, dass es möglich ist. Ja? Nur weil man es nicht selber nicht tun kann, heißt nicht, dass es nicht möglich ist. Das haben sie scheinbar dabei vergessen. Ist halt wieder typisches Politiker-Kurzzeitdenken, ne? Weil die denken sich, ja, die haben eh kein Geld, das sind ja eh alles irgendwelche Penner. Die können sich nicht ein Tablet kaufen und das neueste Smartphone. Also haben wir das Problem sozusagen schon mal im Keim erstickt. Freunde, da täuscht ihr euch in Kiel. Außerdem macht sie euch lächerlich als Spielplatzdespoten. Oder als Arschlöcher, wenn man halt bei uns in Bayern so sagt, ne? Ihr werdet es auch noch merken. Das, was ihr da macht, es wird an die Öffentlichkeit ja getragen. Es kommt immer wieder irgendwie in die Medien und es erreicht auch die Köpfe der Leute und ihr schneidet euch ins eigene Fleisch. Aber ich möchte euch eigentlich gar keine Tipps nicht geben, aus dem ganz einfachen Grund, ihr seid mir eh im Großen und Ganzen so ziemlich unsympathisch, weil ihr auf irgendwelchen Geheimhaltungsvereinbarungen besteht, ja, wenn es darum geht, dass ihr Politik machen sollt. Ich bin der Meinung, Politik und Geheimhaltung, also Landespolitik oder Städtepolitik oder Landtagspolitik, da ist Geheimhaltung so ziemlich falsch am Platz. Ja? Also da dürfte es eigentlich nichts geben, was geheim gehalten werden müsste. Es sei denn, wie gesagt, man versucht jemanden über den Tisch zu ziehen und zu übervorteilen. Na, wenn man jemanden verarschen und über den Tisch ziehen will, ist klar, dann versucht man das möglichst geheim zu halten. Gut, keine weiteren Tipps für die Arschlöcher, aber dafür von mir noch ein Tipp an die Jungs von den Piraten und die Mädels, Entschuldigung, Jungs und Mädels von den Piraten. Sorry, ich bin Oberrocker, Macho-Arschloch, drum rede immer von den Jungs. Macht's doch genau dasselbe. Schmeißt genauso wie die mit Dreck. Am besten natürlich mit ihrem eigenen Dreck. Das wird euch auf Dauer da drin auf jeden Fall Respekt einbringen, weil ihr wisst, das ist ja am Kindergartenspielplatz genauso gewesen. Das größte Arschloch, ja, wenn man dem irgendwann einmal so richtig satt in den Sack getreten hat oder mit einem Stein aufs Maul kaut hat, möglichst mit dem Stein, den einer vorher versucht hat, einem an den eigenen Kopf zu schmeißen, der macht es nie wieder. Und da manche Politiker meiner Meinung nach geistig immer noch nicht aus dem Kindergartenalter und Spielplatzalter raus sind, denke ich, habt ihr da große Chancen, dort einen Lerneffekt zu erzielen. Das war's für heute. Politisieren. Spaß gibt's dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was. Pfiat euch.